Hallo und willkommen zurück zu Shardpunk Vermintide. Und wir werden uns jetzt die letzte Mission dieses zweiten Kapitels anschauen. Wir werden zum Imperialen Palast. Ich glaube, es kommt noch ein Kapitel danach. Jetzt gucken wir mal, ob das hier ein großes Finale wird oder wieder wie beim ersten Kapitel, wo das Ende doch ziemlich easy peasy war. Distribute automatically machen wir jetzt mal. Jo, bekommt jeder gleich viel etwa. Wir können da das ein bisschen gleicher machen. Okay, aber passt. Diese Spritzen, die haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger, glaube ich, nicht verwendet. Da wird gut angesammelt. Was haben wir hier? Wir sind im Kapitol, beim Imperialen Palast angekommen. Ja. Oh. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir die Armor verbessert haben. Sieht aus, als wenn wir mit von diesem dieses Ding loswerden müssten. Ja. Ich glaube, das ist aber... Ich weiß natürlich nicht, was die Dinger machen. Aber... Aber das sieht... Kommt mir jetzt zumindest nicht wahnsinnig problematisch vor. 40%. Wir haben ja nirgendwo gute Deckung, glaube ich. Also zumindest nirgendwo, wo wir schießen können. Der ist an diesen ganzen Dingern angebunden. Also die führen hier alle zu ihm hin. Also vielleicht sollten wir diese Teile kaputt machen. Aber die haben auch alle viele Hitpoints. Ich bin mir nicht sicher, wieso ich nicht einfach nur den Typen shredden sollte. Wir machen mal die Tactical Order da drauf. Damit kriegt er ja diese Hit-Chance dazu. Und jetzt hätte der von da aus 70% Hit-Chance. Naja. Und das probieren wir jetzt einfach aus. Dann machen wir extra Effort an. Jawohl. Bams. Dann machen wir nochmal extra Effort. Ne, machen wir erstmal noch nicht. Dann machen wir den hier an. Weapon Boost. Wir könnten theoretisch... Ich weiß nicht, er steht überall 100%, aber ich weiß nicht, wie der das mit 100% angreifen soll. Naja, wir gehen mal dahin. Und dann fangen wir erstmal an, auf den zu schießen. Das war natürlich so nicht geplant. AP zurückbekommen. Ja, der hat natürlich diese Rüstung und da geht jetzt noch wenig durch, aber sobald wir da einmal wieder AP zurückbekommen, sobald wir da einmal angefangen haben zu shredden und jetzt ist alles weg. Okay, dann machen wir diesen extra Effort hier auch noch an. Okay, das ist ein kostenloser Vent. Ja, das war ja ein bisschen albern. Der hat jetzt noch 2 Punkte. Der könnte natürlich jetzt auch noch... Der macht 2 bis 5 Schaden.
Der hätte jetzt noch zwei Schüsse. Die anderen... Also der könnte von der Position aus gar nicht treffen. Der könnte das hier angreifen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Die natürlich auch. Also, dass wir den jetzt in der Runde tot bekommen, würde ich quasi ausschließen. Die kann auch von da aus nicht treffen. Wenn, dann müsste die bis ganz nach vorne laufen, damit das irgendwie funktioniert. Und der kann natürlich das auch nicht. Okay. Dann machen wir Folgendes. Dann greifen wir jetzt dieses Ding an. Healing Tank. Ah, okay, ja gut, wenn das Healing Tank heißt, dann wird er wahrscheinlich dadurch geheilt werden. So, damit ist die Rüstung weg. Okay, lassen wir mal den. Die macht das an. Rush it. Den Schaden. Eventuell kriegen wir ja noch irgendwas hin, dass wir die AP insgesamt zurückbekommen. Der hat sowieso eben fast keinen Schaden dabei, also macht man das mal mit dem. Mhm. Der kann halt die Armor shredden, dann machen wir das auch kaputt. So, AP zurückbekommen. Mhm. Eins bis drei, zwei bis drei, mach mal den. Big Shot. Mhm. Ja, overheated. Ich weiß nicht, was der für Angriffe raushaut, deshalb sind wir da vielleicht mal vorsichtig. Und ich weiß auch nicht, was, ob, na, der könnte sich das Ding da ja noch holen und sich upgraden. Ja, das sollte so weit weg sein, dass das dann auch egal ist. Mhm. Naja, laufen wir mal darüber. Ah, okay, die hatte diesen kostenlosen Schuss dann schon verwendet. Okay. Der hat noch eins. Könnten wir das Ding nochmal angreifen? Ja, okay. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt da raus bewegen. Lalala. Wir haben was Besseres zu tun. Das ist immer noch Deckung. Hm.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir da Schaden von bekommen, wenn wir das so machen. Wir können auch dieses Run mal verwenden. Genau. Dann brauchen wir nur eins. Dann schießen wir jetzt erst einmal auf dieses Ding. Overheated ist aber erstmal egal. Laufen wir dahin. Oh, okay, das macht an dem gar keinen Schaden. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Die könnte auch auf das andere Teil da hinten schießen. Der muss auf jeden Fall wenden. Ja, bewegen wir uns erstmal nur da raus. Der kann sowieso nichts treffen. Von da aus schon. Okay, dann greifen wir halt diesen Tank an. Weak Spot, aber viel gut funktioniert hat es trotzdem nicht. Ja, ist wieder voll. 8 Schaden. Naja, gut, aber das ist ja auch kein Problem. Waffe ist heiß, jawohl. Der haut sich jetzt so ein Teil rein. Ja. Ja, das ist jetzt, macht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Schon klar. Machen wir hier mal die Rüstung weg. Wir könnten den zwar jetzt auch mehrfach angreifen, aber ich glaube, dass das nicht so wahnsinnig effizient ist. Aber ich könnte jetzt mehrere Runden verwenden, damit der diese Suppe da drauf haut. Aber das bringt's ja irgendwie nicht. Der könnte auch abhauen. Das ist wahrscheinlich besser. Ach shit, das war der falsche Charakter. Den wollte ich. Run. Der geht jetzt einfach stiften. Besser als den jetzt die ganze Zeit zu heilen. Ja, der hat da keinen Schaden durchbekommen. Und der steht jetzt hier, glaube ich, in Deckung. Mhm. Ja, guten Tag. 5 Schaden. Jo, der ist fertig und der kann da jetzt auch direkt mal reinrösten. Entweder damit oder mit dem Schockangriff. Wir sollten vermutlich mit dem dann auf Seite laufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die unten alle getötet bekommen. Deswegen laufen wir dahin.
Und da machen wir diesen Schockangriff. Und dann hauen wir den hinterher. So. Der hatte halt da jetzt noch eins Rüstung. Machen wir hier Rush It. 71. Der kann den wieder geben, aber leider nicht auf... Ja, dann machen wir das dahin. Tactical Order. Und einen Punkt dazu und Treffsicherheit. Jetzt kann der noch da einmal hinschießen. Weg. So, dann haben wir die noch mit 4. Dass sie das Ding da hinten treffen kann mit 100%, ist ein bisschen seltsam. No targets. Der sollte sich wahrscheinlich einmal so ein Ding reinziehen, um halt nicht potenziell mit dem nächsten Schuss zu sterben. Der zieht sich noch eins rein. Jetzt haben wir sowieso Weapon Boost. Laufen wir da rüber. ...66% ist zwar jetzt auch nicht toll. Wir hätten links noch diese Upgrade-Kiste. Zwei Stück sogar. Weiß nicht, ob wir die jetzt während dem Kampf unbedingt holen müssen. Ja, das Problem... Achso, das ist sowieso noch auf Cooldown. Den müssen wir nachher ziehen. Dann müssen wir das hier auf jeden Fall so probieren. Ah, okay. Das ist ja blöd. Dann konnten wir jetzt diesen Kram nicht einsammeln. Das sind natürlich jetzt ordentlich Weapon-Upgrades gewesen, die uns dadurch durch die Lappen gegangen sind. Naja. Okay, wir haben diese fiese Ratte besiegt, diese Belagerungsratte, und können jetzt diesen Palast betreten. Dank der Imperatorin, dass wir diesen Prototypen am Leben gehalten haben. Wir müssen die Ratten so schnell wie möglich beseitigen. Dieser Power Grid Core ist unterhalb des Palasts. Und unser Roboter kann das overchargen. Und damit alle Ratten zerstören. Okay. Oh, okay. Wir sollen keine Zeit verschwenden. Diese Hauptstadt ist verloren. Lass uns hier einfach in die Luft sprengen. Okay.
Ja, ist natürlich trotzdem jetzt sehr ärgerlich. Also diese beiden Kisten hätte ich jetzt schon gerne mitgenommen gehabt. Aber ja, hätte ich dann halt vorher wissen müssen. Und damit wir dann nochmal eine Runde Schaden in Kauf nehmen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Okay. Was würden wir hiermit noch bekommen? Ja, das ist auch ziemlich gut. Machen wir das. Prozent Trefferchance im nächsten Kampf. Der hat jetzt auch schon fast alles. Okay. Kapitel 3. Endgame. Okay. Ja gut, die müssten halt hier Stress abbauen, aber das sollte kein Problem sein. Wir haben hier wieder einen Punkt, den wir verteilen können. Ja, können wir nutzen, um Stress zu reduzieren. Machen wir das, aber das sollte sich wahrscheinlich hiermit sowieso in Grenzen halten, wie viel da übrig bleibt. Stashes. Wir machen erstmal die Spezialfähigkeiten. Wie das hier. Und das. Und das. So, und dann müssen wir die natürlich dringend heilen. Naja, das ist in Ordnung. Dann sind sie halt nicht 100% voll. Die müssen auf jeden Fall noch weiter Stress abbauen. Ja, da haben wir nochmal Unlocks. Okay. Jetzt können wir nochmal Ressourcen sammeln. Noch mehr Granaten. Den könnte man auch noch mal heilen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Ja, wir machen jetzt hier. Nix. Na super. Okay, Nahrung verteilen. Da kriegen die natürlich Nahrung. Und fertig. Okay. Was haben wir jetzt hier? Weniger Gegner. Und weniger Verstärkung. Dafür bekommen wir hier aber Militär, also weitere Gegenstände, eventuell zum Upgraden von unseren Sachen. Das wäre vielleicht schon ganz nützlich. Im Moment habe ich eigentlich wenig Angst vor Gegnern. Also wäre es vielleicht sinnvoll, uns dann noch stärker zu machen und halt diese deadlier Enemies in Kauf zu nehmen. Das soll es jedenfalls für dieses Mal dann auch schon gewesen sein. Eine etwas kürzere Folge. Ja, es ärgert mich ein bisschen, halt diese Stashes nicht eingesammelt zu haben. Das hätte uns natürlich da auch einen ordentlichen Bonus gegeben, wenn wir dann auch die Waffen hätten verbessern können. Also wenn das jetzt nochmal vier Gegenstands-Upgrades gewesen wären. Aber das hätte natürlich auch lange gedauert. Wir hätten diesen Roboter noch einmal komplett über die Karte bewegen müssen. Das wären nochmal wahrscheinlich vier, fünf Runden gewesen. Der hätte dann angegriffen. Naja, vielleicht wäre das auch nicht wirklich
sinnvoll gewesen, weil es zu lange dauert. Aber wie dem auch sei, das soll es jetzt hier gewesen sein. Und beim nächsten Mal gehen wir dann Sektor 1b an. Und ich weiß nicht, das sieht ja jetzt immer noch aus wie ein Stadtplan. Vielleicht ist es aber auch im Untergrund. Ich glaube, wir sind... Waren wir nicht im Palast? Und gehen jetzt wieder zum Palast? Keine Ahnung. Kann sein, dass das im Untergrund ist. Wir sind in 1b. Wie heißen denn die anderen? Ja, das klingt irgendwie nach Untergrundgedöns. Also beim nächsten Mal gehen wir nach Sektor 1b. Neue Folgen immer dienstags und donnerstags. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.